Leute, willkommen zu einer krassen weiterer Folge Darksiders Free. Wir müssen Wölfe. Mann! Boah, wie ich schon mal aus? Ich tue mal nicht so, als hätte ich schon wieder vergessen, wie man ausweicht. Diese Wurzeln sind unglaublich lang. Sie scheinen alles überwuchert zu haben. In der Tat, Herren. Ui. Das war mal knapp. Ich frage mich, ob hier noch jemand lebt. Und wenn ja, wer? Sei das, wird uns beiden Spaß machen, wie du willst. Leb wohl vorerst. Hinter mich, Winzlinge. Ich kümmere mich um unsere ungebetenen Gäste. Ein Reiter. Fury, die sich das Recht vorbehält, dich an Ort und Stelle umzubringen. Und du bist? Überrascht und ziemlich erleichtert. Nimm mich Ultan Schwarzhammer. Heute keine Schmeicheleien für mich. Du bist ein Erschaffer, nicht wahr? Ja, wenn es denn etwas zu erschaffen gibt. Heute ist mein Talent nur für Instrumente des Todes gefragt. Das hier ist doch gar nicht dein Krieg. Nein, nein und ihre auch nicht. Wie deinen Rat kümmert mich das Gleichgewicht, Reiter. Die Menschen, so schwach sie auch sind, sind Teil des Gleichgewichts. Du bist doch sicher hier, um sie zu beschützen. Falsche Frage. Ein Haufen nutzloser, haarloser Affen, deren größtes Talent es war, raffinierte neue Wege zu finden, einander zu entzweien und zu zerstören. Sie könnten auf ewig leiden oder morgen sterben und ich würde nicht mit der Wimper zucken. Was willst du denn hier? Streitlustiger kleiner Affe. Jones. Wie nennt man dich? Jones. Mich nochmal. Und es war dein letzter Atemzug. Sieh dich um. Sieh, was hier geschehen ist. Glaubst du ernsthaft, irgendetwas macht mir jetzt noch Angst? Ruhig, Junge. Mit ihr ist nicht zu scherzen. Ja, was hab ich schon zu verlieren? Dieser idiotische Konflikt lässt euch alle so töricht aussehen. Engel, Dämonen, Reiter, selbst Erschaffer. Wofür kämpfst du überhaupt? Sag's mir. Den mag ich. Der gefällt mir. Du darfst weiter atmen, Jones. Reiter, bitte. Dich auf unserer Seite zu haben, würde das Blatt wenden. Die Menschheit hätte eine Chance. Zwar spielt das Gleichgewicht in meinem Ich bin hier. Was, wenn ich dir helfen kann? Deine kleine Kette da, die... Das bezweifle.
als Leute. Die Menschheit Haven. Herrscht. Oh nein. Muss ich. Ich nehme dein Angebot. Wo? Suche ein. Ja, ja. Ich werde die Winzlinge zu dir schicken, so sinnfrei das auch ist. Wird sich zeigen. Und denk dran, Fury. Das Tor nach Haven steht jedem offen, der fragt. Der Brückenstein. Ein verzauberter Stein, dem uralte Schaffermagier innewohnt. Er gewährt den sofortigen Transport eines Menschen direkt nach Haven. Er hat sich seiner Sache fest verschrieben. Ultan? Er ist blind für das, was wirklich zählt. Möglich. Nur eine weitere Schachfigur, die nie verstehen wird, wie mit ihr gespielt wird. Und er hört sich gern selbst reden, nicht wahr? Ganz im Gegensatz zu dir. Hast du was gesagt? Hör auf zu flennen, Mensch. Komm zu mir. Sofort. Letzter. Was? Wenn du leben willst, kann ich dich an einen sicheren Ort schicken. Relativ sicher. Berührt ihn. Wachköpfe. Ein Wunder, dass sie so lange über die Erde herrschen konnten. Ja. Mann. Alles echt so stark verseucht mit Spinnen, Alter. Was ist jetzt mit dem? Spaßwaffen aufgerüstet werden. Okay. Allerdings komme ich noch hier hoch. Hallo, Fury, bitte klettern. Bitte klettern Sie. Ja.
Mann, ist es so schwer, wegen dieser scheiß Kamera zu zielen, wo ich hin muss. Das war so klar. Oh, nervige Viecher, ernsthaft. Ausgestellt, ja. Oh, das tue ich nicht. Das? Ah. Natürlich. Du beobachtest wirklich aufmerksam, Beobachterin. Ah. Was ist das los? Lisa. Trägheit. Es gibt Geschichten über ihn, aber in Wahrheit sieht er noch schrecklicher aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Ja.
Tada! Womit das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst. Du kannst nicht ignorieren, was du bist. Du wagst es, dich von deinem wahren Schicksal abzuwenden. Okay, Leute. Du kannst nicht. Dann hauen wir. Tschüss.